Hallo, mein Name ist diese86LP und ich zeige euch, wie ich mein erstes eigenes Haus baue. Ich habe hier schon den Grundumriss gebaut und werde jetzt weiter fortfahren mit Musterbruchstein und normalen Bruchstein, um die Umrandung zu füllen und weiter höher zu bauen. Die erste Etage erstmal. Wir hören uns dann gleich. So, das war erstmal die erste Etage. Ich werde jetzt mal diese... Ich erkläre es euch mal kurz. Also, was ich jetzt mache, ist das nochmal rausreißen und ersetzen mit Bruchsteintreppe sowie bemoosten Bruchsteintreppe. Mit den ganzen Treppen werde ich das hier komplett einreißen und austauschen. Also hören wir uns gleich. Bevor ich es vergesse, wollte ich noch sagen, ich werde auch noch Bruchsteinstufe nehmen und bemoosten Bruchsteinstufe werde ich auch noch eintauschen. Das ist noch etwas, also ich möchte da auch Löcher drin haben und hier werde ich auch noch an den Seiten Fenstern draus machen. Also nicht wundern, was ich hier vorhabe. Also hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. We'll be right back.
Da sind wir wieder. Ich habe die erste Etage schon fertig, bis auf diesen Fußboden. Den müsste ich auch noch einkleiden, aber das mache ich offscreen. Und jetzt fange ich an, diesen Dach zu bauen, also einzukleiden. Und ich fange jetzt einfach mal weiter an. Ich habe hier oben schon angefangen, guten Spitzdach hinbekommen. Finde ich super. Und jetzt nur nach links und rechts und hinten raus und drunter und so weiter. So wie beim Lager möchte ich das so ähnlich bauen, weil, ja, ich finde solche Gebäude viel schöner als normale Eichenholzbäume. Bäume sage ich schon, Häuser meine ich. Eichenholzhäuser. Ihr wisst, was ich meine. Also hören wir uns gleich. Bis später. Ihr wisst jetzt, was jetzt kommt, und zwar Strohballen. Heuballen, genau genommen. Stroh oder Heuballen, ich glaube, das ist dasselbe, ne? Auf jeden Fall werde ich jetzt das Dach abschließen mit Strohballen. We'll be right back.
Da mir jetzt die nötigen Materialien fehlen, sowie Heuballen auf dem Dach, um weiter zu verteilen, werde ich das erstmal so stehen lassen als Teil 1. Wie baue ich mein Haus? Teil 1. Und den zweiten Teil mache ich dann nächste Woche, Montag dann, um die gleiche Uhrzeit. Und wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Minecraft Bedrock Version mehr zu verpassen. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Falls euch die Folge gefallen hat, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und wir sehen uns dann nächste Woche in der nächsten Folge. Ciao mit D. Tschüss.